Einen wunderschönen guten Morgen zu einer weiteren Ausgabe vom Spotlight, dem Scheinwerferlicht auf eins unserer Mitglieder. Heute nehmen wir ResMed sozusagen auf die Rampe. Und als kleines Rampenschweinchen haben wir dazu unsere Vorständin im German Mittelstand, die Carola Grimminger, die dort das Marketing, die Marketingkommunikation verantwortet, eingeladen, damit sie uns mal erzählt, was ist eigentlich ResMed, was macht ResMed und wozu ist ResMed gut. Ich sage erstmal hallo ResMed, und ich sage guten Morgen Carola, und du weißt, du hast jetzt maximal acht Minuten, die musst du nicht ausschöpfen, um dein Unternehmen vorzustellen, und wir stellen danach anschließend die ein oder andere gemeine Frage, die du dann hoffentlich klug beantwortest. Die Bühne gehört dir, liebe Carola. Vielen, vielen Dank. Also erstmal schön, dass ich hier sein darf. Also in der Doppelfunktion vor allem. Passt auch ganz gut zum heutigen Tag, nämlich heute eröffnet der DGSM-Kongress, also Deutsche Gesellschaft für Schlafmedizin, der größte deutsche Schlafkongress, den es in Deutschland gibt. Warum erzähle ich euch das? Weil ResMed ist ein Unternehmen, das sich der respiratorischen Versorgung verschrieben hat. Also das ist ein Unternehmen, das aktiv tätig ist in der Schlaf- und in der Beatmungsmedizin. Was ist das? Ich sag mal so ein paar Krankheitsbilder, dass ihr euch das vorstellen könnt. Das sind Leute mit einer COPD, also die ganzen Raucher, herzlich willkommen. Das sind die Leute zum Beispiel mit einer ALS. Das sind aber auch Leute mit Covid. Auf der einen Seite, also das sind diese Leute im respiratorischen Bereich, aber auch wir haben ganz viele Leute im Bereich Schlaf, Schlafapnoe. Das sind deutschlandweit momentan laut aktuellen Studien ungefähr 26 Millionen. Das muss man sich mal vorstellen. Also 26 Millionen Deutsche leiden an Schlafapnoe, aber nur 1,5 Millionen davon sind in Behandlung. Sagt man ja gut, Schnarchen. Ich sage immer, Schnarchen ist kein Kavaliersdelikt, so nach dem Motto, Schatz, dann mach dir halt Watte in die Ohren. Naja, so ist es nicht. Schlafapnoe ist wirklich eine Krankheit. Das geht aufs Herz, das geht aufs Gewicht, das geht Blutzucker. Also wir nennen es Komorbiditäten, also das ist wirklich eine behandlungswürdige Krankheit. Und in so einem Unternehmen arbeite ich, ResMed, weltweit ungefähr 8000 Leute. US-amerikanisch, australisch, sowas gibt es wirklich. Und ich habe mir gedacht, eine Folie möchte ich mit euch teilen. Ich weiß, in einem Aufzug, in einem Elevator-Pitch gibt es keinen Laptop und nichts. Aber um euch mal so ein bisschen zu erklären, auf welchen Feldern wir aktiv sind. Und deswegen, ich nehme euch auf die Reise mit. Das Gute ist, ich kann klicken und reden und denken, weil weiblich, aber nichtsdestotrotz. Ich habe euch mal so eine klassische Sleep Journey gezeigt. Also wo unterstützen wir Leute? Also ich meine, ihr wisst ja, Schlaf wird ja vor allem in Deutschland so als selbstverständlich wahrgenommen. Also wir schlafen halt, ja. Also du schläfst automatisch und wachst irgendwann automatisch auf. Aber guter Schlaf ist wirklich wichtig und deswegen ist es auch im deutschen Präventionsgesetz verankert. Also neben Bewegung und gesunde Ernährung. Und deswegen gibt es da auch Gelder für die Krankheit, um dieses Thema oder dieses Thema zu unterstützen. Also sprich, die Krankenkasse gibt Geld dafür aus, dass die Deutschen gut schlafen, um erholt zu sein. Und wir versuchen das natürlich entlang dieser Journey zu unterstützen, weil nicht jeder hat gleich eine Diagnostik, sondern es geht ja meistens los, ich gehe jetzt mal zum Teil 1, Aufklärung, wo Menschen sagen, Mensch, ich habe das Gefühl, ich schlafe einfach nicht gut. Hier geht es darum, dass wir viel aufklären wollen, dass wir die Leute abholen wollen. Was heißt denn überhaupt guter Schlaf und was ist denn schlechter Schlaf und was kann ich denn selbst dafür tun, dass mein Schlaf gut oder schlecht ist? Was muss ich vermeiden? Dann geht es in das Thema Prävention. Also Achtung, Spoiler an der Stelle. Es gibt eine Schlaf-App, die DIGA, eine sogenannte App, die zertifiziert ist von der ZPP, der Zentralen Prüfstelle, also somit auch erstattungsfähig ist, wo man einfach nochmal gucken kann, was ist denn mein Schlaf? Also ihr müsst euch vorstellen, ihr liegt im Bett und so auf Kopfhörer ist so euer Handy. Und das funktioniert mit Sonartechnologie, also das misst, wie euch bewegt, also so wie bei Fledermäusen. Und das wird dann erfasst. Und da könnt ihr mal gucken, ist das überhaupt ein Thema? Wie gesagt, ich rede auch nicht nur über Schlafapnoe, sondern wirklich über gesunden Schlaf. Dann geht es weiter in den Bereich Diagnostik, also sprich zu gucken, was
ist denn jetzt wirklich los? Und auch hier gibt es wirklich viele Lösungen, digitale und auch analoge und am besten natürlich verknüpfte Lösungen. Früher musste ich dafür ins Schlaflabor gehen. Heute lasse ich mir einfach so ein Diagnostikset nach Hause schicken. Und das ist natürlich schon cool. Ich probiere das ja immer selber aus. Also sprich, ihr kennt es von den Fernsehfilmen, wenn die Leute im Krankenhaus liegen oder von euch selber, das ist doch dieser Fingerclip. Ja? Und das reicht heutzutage schon für eine Schlafdiagnostik. Also sprich, ihr klickt diesen Klick nach Hause, macht das eine Nacht dran und danach habt ihr wirklich eine vollwertige Diagnostik, die ihr mit eurem Arzt besprecht. Und wenn der dann feststellt, oh je, da ist vielleicht eine behandlungswürdige Schlafapnoe, dann geht es natürlich in eine Therapie. OSA, das steht für obstruktive Schlafapnoe, aber auch Insomnie. Also nicht jeder, der schnarcht, schläft schlecht und andersrum natürlich genauso. Das Gleiche ist natürlich auch das Thema Insomnie. Das sind die Leute, die schlecht durchschlafen. Und da gibt es ganz klassische Behandlungsmethoden. Also ihr seht oben links so ein CPAP-Gerät. Das ist so wie eine Pumpe, ne, und eine Maske im Gesicht und die drückt mir die Luft in die Atemwege. Ich sage immer, die Frauenvariante seht ihr drunter. Das ist so eine Schlafschiene. Das klippe ich oben und unten in meinen Mund rein, hebt so ein bisschen den Unterkiefer an, schiebt ihn so ein bisschen nach vorne, dass der Atemweg einfach frei ist. Sieht deutlich adretter aus und macht keine Geräusche. Also deswegen sage ich immer die Frauenlösung. Und rechts seht ihr diese App für Insomnie. Auch das ist ganz spannend. Und das ist mehr oder weniger dieser Bereich, wo sich ResMed aufhält. Und früher waren wir quasi die mit den Pumpen, also das Gerät, das ihr links oben seht, in diesem Therapiekastel. Aber wenn ihr euch so den Pathway anguckt, so nennen wir das, hier reden wir wirklich von Cloud-vernetzten Lösungen, hier reden wir auch von Datensicherheit. Also das ist wirklich ein Riesen-Change, wo sich dieses Unternehmen befindet, also nicht nur nach innen, sondern auch die Weiterentwicklung der Produkte. Und wie gesagt, das ist auch der Weg, auf dem ich mich da bewege mit meinem Team. Und wenn ihr Lust und Zeit habt ihr, zeige ich euch noch mal kurz ein Video, dass ihr auch mal so die Vergangenheit seht, wie das früher ausgesehen hat. Dann geht's los. Ihr sagt, wenn ihr keinen Ton bitte. Passt. Also ResMed ist 89 gegründet worden. Und ihr seht schon, das waren früher ganz schöne Schinken, die die Leute da im Gesicht hatten und neben sich am Bett stehen hatten. Inzwischen ist es wirklich ein riesengroßes internationales Unternehmen, das im Bereich Schlafapnoe, aber auch das mit Respiratorik unterwegs ist. Und in Deutschland hat man ja klassischerweise im Gesundheitssystem 3 Kunden. Das sind auf der einen Seite die Patienten, das sind aber auch die Krankenkassen und Ärzte und medizinisches Fachpersonal, die da aktiv sind. Hier seht ihr die SaaS-Lösungen, die ResMed anbietet. Auch das ist ein großes Geschäftsfeld. Und jetzt wird es gleich lustig, wenn ihr die ganzen Gerätchen seht. Und das waren schon Riesendinger. Ja? Wenn ihr euch vorstellt, sowas steht neben einem Fett und macht so richtige Punktgeräusche. Das war nicht einfach. Ja? Man muss auch immer bei uns unterscheiden, was ist Schlafapnoe und was ist wirklich auch lebenserhaltend. Also zum Beispiel bei einem ALS-Patienten kann das ja einfach nicht ausfallen, so ein Gerät. Ja? Also auch jetzt über den Winter unsere Patienten behalten, was ist denn bei einem Stromausfall? Werde ich dann nicht mehr beatmet? Was ist dann los? Aber zum Glück gibt es dafür natürlich lauter gute Antworten. Und danke, dass ihr euch da auch die Zeit dafür genommen habt, das kurze Video hier mal anzugucken, was dieses. So, Carola, jetzt muss ich aber auch reingrätschen, deine Zeit ist nämlich definitiv um. Du hattest eh schon das Glück, dass ich zu spät einmal gestartet habe. Und insofern hast du Zeit sozusagen zusätzlich verbraucht. Ja, eure Fragen aus der Runde. Carola, wo findet denn die Entwicklung statt? Also einmal Hardware- und Softwaremäßig. Also das findet überwiegend wirklich, also Entwicklung, nicht bauen, Entwicklung ist Sydney und San Diego. Okay. Ja,
Wobei, wie gesagt, ihr kennt es ja von diesen internationalen Konzernen. Europa ist anders, Deutschland ist noch anders da. Also wir spielen da bei vielen Sachen trotzdem mit und auch eine große Rolle. Also allein wenn du an Datenschutz und Co. denkst, ja. Also Ja. was Deutschland Datenschutz gerissen hat, der schafft es auch in allen anderen Ländern. Deswegen, wir werden schon auch gerne gehört und mit einbezogen, weil dann wissen alle, okay, dann sind wir auf der sicheren Wenn es Seite. in Deutschland geht, geht es überall. So schaut's aus. Okay. Werner. Oh, meine Frage ist, jetzt geht in ähnliche Richtung. Also, wie viel Prozent der Mitarbeiter, wenn man das so sagen kann, arbeiten in der Entwicklung und viele dann sozusagen in den anderen Bereichen? Oh, das ist wirklich ganz schwierig zu sagen. Ihr müsst gerade daran denken, wir versorgen auch Patienten. Deswegen haben wir auch irrsinnig viele Leute, die wirklich rausgehen zum Patienten und die betreuen. Nee, kann ich dir nicht wirklich eine gute Antwort geben. Ja, Also, weil ihr seid auch am Kunden dran sozusagen. Also, ihr geht richtig raus. Das wird nicht über Krankenhäuser oder Ärzte und so. also insbesondere in Deutschland gibt es ja die ResMed Healthcare. Also das sind wirklich die, die rausgehen zu den Leuten nach Hause. Also auch eine unglaublich spannende Erfahrung, die das wirklich im Einsatz haben. Jeden Tag, die damit jede Nacht schlafen oder tagsüber beatmet werden. Ich habe das vorher nicht erwähnt, wir kümmern uns ja um Außerklinik, ja. Also, dass die Leute wirklich zu Hause in ihrer gewohnten Umgebung leben können. Ja, wir wollen ja, dass die Leute eben nicht im Krankenhaus liegen. Von dem her, das ist eine riesengroße Mannschaft an Leuten, die wirklich aus der Pflege auch kommen und da mit den Patienten reden, aber natürlich auch mit Ärzten in Kontakt sind. Wie gesagt, deutsches Gesundheitssystem. Ich habe die Person, die es nutzt, die es verschreibt und die es zahlt. So. Das wäre meine Frage auch gewesen, wie unterschiedlich ihr eure Vertriebsmannschaften dann habt, weil ich glaube, da musst du ja auch unterschiedliche Sprachen anwenden, ja. Also wenn du Absolut. mit einer Krankenkasse redest, ist wahrscheinlich was anderes, als wenn du mit dem Arzt oder mit dem, in dem Fall halt mit dem Kunden, den es eigentlich angeht, nämlich der es dann nutzen soll. Und es ist auch wirklich im Recruiting so. Also ich sage ja, die Patienten betreuen, das sind häufig Leute, die wirklich aus dem Krankenhaus kommen, aus der Pflege kommen. Dann B2B ist wieder anders. Das sind wieder ganz andere Skills, die da erforderlich sind. Aber nochmal auf die Frage der Entwicklung. Also ihr habt ja an diesen SaaS gesehen, auch an diesen Apps. Also wir holen uns da auch wirklich Know-how ins Haus, weil wir sind ja kein IT-Unternehmen in dem Sinn, ja, sondern wir holen uns da wirklich Startups rein. Das letzte war Mementor, das war jetzt im Sommer, ein Startup in Leipzig, die diese Apps entwickeln, weil, wie gesagt, das ist genau diese Expertise, die wir brauchen, ja. Und wir werden uns nicht zu einem IT-Unternehmen verändern, aber zu einem Technologieunternehmen ist ja nochmal ein Unterschied. Ich habe da nochmal eine böse Frage sozusagen, Carola. Verschärft ihr dann den Pflegekräftenotstand, indem ihr die Pflegekräfte jetzt aus sozusagen abzieht und für euch einsetzt? Nein, ganz im Gegenteil. Also das war jetzt quasi eine nette Frage, weil wir wollen ja wirklich, dass die Leute zu Hause sich aufhalten können. Ja, also wir wollen die eigentlich selbstständiger machen, unabhängiger machen, dass die da auch eine gewisse Freiheit haben. Ihr müsst euch vorstellen, Leute, die jetzt vor allem beatmet werden, die haben ja einen ganz langen Krankheitsweg, ja. Und sorry, die werden meistens auch nicht mehr gesund, ja. Wir versuchen denen wirklich das Leben so gut wie möglich zu machen, dass die halt transportable Geräte haben, kleine Geräte haben, Cloud vernetzt sind, dass der Arzt mal anrufen kann. Das ist genau das, was wir eigentlich machen wollen, das Gesundheitssystem entlasten. Vielen Dank. Wenn, ihr seid ja Mitglied des German Mittelstand, eure Kunden ist natürlich in der Regel ein Privatkunde, aber was erwartet ihr euch aus dem Kreis der Mittelständler, dieses German Mittelstand? Also wir hatten wirklich beim Sommerfest einen total netten Talk. Da war die Isabel Kröniger, ist eine unserer Geschäftsführerinnen, auf der Bühne. Also es geht wirklich um das Thema Unternehmensweiterentwicklung. Also nicht nur Portfolio, Technologien, Produkte weiterentwickeln, sondern wirklich, wir alle sind ja in Change, in Umbruchzeiten. Also wir sind ja gerade wieder in der nächsten, nicht so diese irgendwie Post-Covid-Phase oder Halb-Post-Covid-Phase. Da ist uns der Austausch wirklich wichtig, auch mit anderen Unternehmen zu gucken, wie handeln die das, wie machen die das, wie schaffen die es mit New Work, was ist mit Home Office.
Das sind diese Sachen, die uns von ResMed wirklich interessieren, dass man da in Austausch kommt, um sich da auch auf Augenhöhe zu unterhalten. Gerne natürlich auch mit Unternehmen, die ungefähr in einer ähnlichen Größe sind, damit da auch eine Vergleichbarkeit herstellbar ist. Wäre auch eine Idee, dass man auf der Mittelstandsebene, ich meine, da wird ja auch immer wieder danach geguckt, wie pflege ich halt meine Mitarbeiter? Das wäre ja auch so eine Idee, so eine Präventionsgeschichte, weil ich glaube, das, was du am Anfang angesprochen hast, Schlaf ist ja für uns alle, na, wir legen uns halt ins Bett und denken, wir schlafen. Ja. Wenn man das erste Mal eine Analyse dann gefahren hat, stellt man fest, okay, ich war echt eine Stunde wach gewesen, spannend. Mhm. Und das wirkt sich natürlich auch auf deine Arbeitskraft aus und so weiter. Und ich glaube, dass gerade da bei Großunternehmen ist sowieso so ein Thema. Prävention ist da immer ein Key, da kannst du dich dann an deine Personalabteilung wenden, aber das wäre vielleicht auch ein spannendes Thema im Mittelstand, halt einfach darüber nachzudenken, wie kann man da halt eine Kooperation hinkriegen, um Mitarbeiter in so eine Richtung zu bewegen, denn ich glaube, das wäre wahrscheinlich auch spannend für euch, gerade das Thema Gesundheit, wenn da mein Unternehmen an mich denkt, dann ist es auch eine Bindungsmöglichkeit und nicht, dass wir immer also das ist wieder weiterfliegen. Wir können ja alles selber ausprobieren, ja, und ich gehöre zu den Leuten, ich probiere wirklich alles aus und deswegen auch diese Firmengesundheitsprogramme, weil mit so einer App, und ich bin wirklich ein Datenschutzfreak, deswegen habe ich auch kein WhatsApp und also ich mache sicherlich nicht alles richtig, aber sowas auszuprobieren ist immer wieder wichtig und sowas den Leuten auch zur Verfügung zu stellen, um zu merken, Schlaf, das ist kein Mysterium und deswegen, das kann man auch ganz easy den Mitarbeitern als Incentive anbieten und sagen, hey, find's einfach raus. Also nicht drängen, sondern zu sagen, guck doch einfach mal, wie du dich fühlst, diese Analyse mal ein bisschen zu bewerten. Wie gesagt, es muss auch nicht jeder eine Schlafapnoe haben oder eine Insomnie, aber Schlaf ist halt mehr nur als abends mal die Augen zuzumachen. Also das ist wirklich ein hochkomplexer Prozess, deswegen absolut. Ulrike. Das ist ja ein Thema, was ich mir auch aufgeschrieben habe, dass ihr das halt vor Ort macht, weil ein großes Problem ist, glaube ich, in dem Thema, ich habe das selber in meinem eigenen Leib gemerkt, ich probiere in Schlaflabor hineinzukommen und du hast halt eine Wartezeit von 4 Monaten. Danach denkst du dir auch, okay, dann eben nicht mehr. Deswegen vergisst man es einfach. Diagnostik ist echt super, ja. Also du bestellst dir das, dann kriegst du so ein kleines Päckchen mit nach Hause, da ist eine Anleitung drin, dieser Fingerclip. Das ist super. Vielleicht sollte man das Angebot tatsächlich mal im German Mittelstand platzieren, als Angebot von euch hier. Ein Kit, was ihr euren Mitarbeitern zur Verfügung stellen könnt. Aber Ulrike hat sich noch gemeldet. Letzte Frage sozusagen für diese Runde. Ich fand das spannend, Carola, dass du sagtest, dass ihr auch so Startups nutzt, um eben diese technischen, softwaretechnischen Möglichkeiten zu nutzen. Und dann habe ich mich irgendwie gleich gefragt, wie kriegt ihr da eine Kontinuität rein? Also in die Entwicklung, weil meine Idee von einem Startup ist, die haben eine coole Idee, die setzen was um. Die Frage ist aber, wie bleibt dieses Unternehmen und was ist mit dem Know-how, was ihr euch da eingekauft habt, dass ihr das für euch sozusagen sichert, auch wenn zum Beispiel dieses Startup nicht mehr existiert? Also wie gesagt, wir sind ja gerade mittendrin. Also wir haben ein großes Announcement in 2 Wochen. Dieses Memento ist im Sommer passiert. Das sind, wie gesagt, nicht nur große Portfolio-Fragen, sondern auch Mitarbeiterfragen. Wir wollen, also Leute, die zum Startup gehen, machen das ja ganz bewusst. Wir wollen nicht, dass die sagen, ja super, jetzt habe ich in einem Startup angefangen und hänge jetzt in einem Konzern fest. Also wir sind da auch dabei, viel zu lernen. In diesem konkreten Fall mit Mementor ist es wirklich so, dass wir quasi Mementor ein eigenes Geschäftsfeld gegeben haben. Dass wir gesagt haben, ihr seid quasi so der Bereich für Digital Health, dass die weitestgehend so in ihrer Kultur und in ihrer Zusammensetzung so bleiben können. Also ein paar Konzernsachen kommen immer mit rein, zum Beispiel eine Buchhaltung. Wie gesagt, die machen auch vieles besser als wir, weil die noch nicht so verkopft sind. Und wir versuchen da wirklich so diese Eigenheiten zu behalten und denen eher noch ein bisschen mehr Selbstständigkeit zu geben. Ja, weil ihr braucht halt wir brauchen dieses Mindset. Ihr braucht halt auch den Rückenkopf auf eurer Seite mit dem Know-how, um die Firmen andocken zu können und zu halten. Und deswegen, das ist wirklich eine sehr große Wertschätzung und wir geben uns da Mühe, dass die so diesen Mikrokosmos auch beibehalten können, soweit das natürlich klappt und sinnvoll ist. Und es macht auch Spaß, mit denen zu reden. Ja, also das ist wirklich so Brainwash auf beiden Seiten, zu sagen, wow, cool. Ja.
Wunderbar, liebe Carola. Ich bedanke mich. Ich dachte, ich weiß schon relativ viel über ResMed. Irrtum. Ich habe heute wieder eine ganze Menge dazugelernt. Vielen Dank dafür. Carola Grimminger, Kommunikationschefin von ResMed und ja, Mitglied des Vorstands im German Mittelstand. Danke an die Runde, danke an die Fragesteller. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Und wer immer sich jetzt inspiriert fühlt, hier auch mal sozusagen ins Spotlight gerückt zu werden, möge sich doch bitte bei Werner oder mir melden. Spätestens ab nächstes Jahr gibt es auch wieder freie Termine für einen solchen Slot. Also wünsche euch einen wundervollen Tag und dieses Video geht natürlich auch in den nächsten Tagen dann live auf German Mittelstand Business TV, wo auch die anderen Videos der vergangenen Spotlights, unter anderem das mit Marco Linsemann, nachzuschauen ist. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Bis dann. Danke, gleichfalls. Ciao. 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 Gute Woche. Servus.